Gewinnt ist einfach, wenn der Finanzpartner für die passende Autofinanzierung sorgt. Wir haben ja schon darüber berichtet, dass der Ball wieder rollt und ganz bald ist es soweit. Und heute wird das neue Trikot vorgestellt. Falsch! Gleich zwei Trikots werden vorgestellt. Das Heimtrikot und das Auswärtstrikot. Wir nehmen euch mal mit rein. Hübsche Frauen, und ich sehe, dass du hast schon das neue Kickers-Trikot. Das ist nicht das neue Trikot. Ist das gar nicht das neue? Nein. Ach, ich dachte, es wäre so sehr, sehr, sehr gelungen eigentlich. Ja, es gab mal was für Frauen im Fanshop, da habe ich das mal auch gekauft. Aber du weißt schon, dass du da nochmal rein musst und jetzt gleich, wenn es vorgestellt wird, das neue Trikot kaufen musst. Ja, da bin ich schon ganz heiß drauf. Okay. Ja. Wie ist das mit euch? Wir gehen gerade. Wir sind gerade angekommen und gehen jetzt ein Trikot kaufen. Ich bin da hartnäckig und ich kontrolliere, ob das... Natürlich. Ich zeige die Tüte, wenn ich rauskomme. Und die Quittung. Ja, genau. Alles klar. Alles klar. Und du bist also der Nutznießer. Du wirst das Trikot bekommen? Ja. Und welches kriegst du denn? Das Weiße oder das Gelbe? Das Weiße. Ah, okay. Und kriegst du auch eine Nummer drauf oder erstmal neutral halten? Nummer. Okay. Und wer ist denn so dein Lieblingsspieler? Ich weiß nicht, wie die heißen. Aber weißt du was? Du kannst sie jetzt kennenlernen. Da sitzen die Spieler und da kannst du Autogramme haben, kannst mit ihnen sprechen. Wir haben viele interessante Gäste, nicht nur Fans, sondern auch aus dem Vorstand habe ich die Barbara Klein gesehen, die Vizepräsidentin. Ich habe den Michael Relitsch gesehen, den Vizepräsidenten, der turnt auch hier irgendwo rum, da hinten ist er. Ganz genau, herzlich willkommen. Und der Stefan hat es eben schon gesagt, rund um den Kollegen Berntroth haben sich die Spieler getummelt. Da sehe ich zum einen Stefano Meyer, kommt doch vielleicht mal gerade her. Dann sehe ich Bren Hoccia, dann sehe ich, wen sehe ich da noch, der sich da mir wegdreht. Robin Scheu, also kommt auch noch zu mir. Und vielleicht habt ihr es gestern gesehen, natürlich exklusiv im Kickers TV und auf unserer Facebook-Seite und überall auf unseren sozialen Kanälen. Da habt ihr es gesehen, wir haben einen Neuzugang. Da ist er, Serkan. Kommt du zu uns. Serkan Pirat. So, und jetzt machen wir was ganz Gefährliches, was ganz, ganz Schlimmes. Ich habe es eben gerade nochmal abgestimmt. Weiß nicht, wir dürfen das jetzt tun. Wir können jetzt gleich nochmal applaudieren. Und eigentlich ist es schon fast klar, wenn die Buben hier so stehen, dann ist eigentlich klar, dass das auch die Leute sein sollten, die im nächsten Jahr auch weiter für uns spielen. Und Stefano Meyer, das wird heute bekannt gegeben, ihr wisst schon vorneweg, hat unterschrieben einen weiteren Vertrag. Du weißt, wo es vorsteht. Wie viele Treffer waren es in der Hessenliga jetzt? Ich glaube 14. Ja. 14. In 18, 19 Spielen? 19. Also das ist eine gute Bilanz. Wenn du das hier schaffst, dann warst du kein Fehleinkauf. Wir wünschen dir, dass wir ganz viele Tore mit dir bejubeln können und dass du viel Spaß beim OFC hast. Dann haben wir nämlich auch viel Spaß mit dir. Danke. Ja. Also, da ist er, unser Neuzugang. Und jetzt haben wir genug geredet. Ihr seid ja da, um das Trikot zu sehen. Und dann müssen die Jungs jetzt ran. Also, reißt sie runter hier, die Leinen, und dann werden wir das Trikot enthüllen. Dann werden wir mal genau schauen, wie das neue Trikot ausschaut, das ihr euch zukünftig überschreiben werdet. Na, da los! Ganz in Weiß. Ab wann gibt es das zu kaufen? Was kostet das? Wie kann man es konfektionieren? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Ja, wie man sieht, es haben ja hier schon einige an. Vielleicht mal das Bild auf unseren Lukas hier. Der trägt es ja schon. Der hat eine gute Figur. Der kann sich zeigen. Hey. Es ist sehr trainiert geschnitten. Hier hat jetzt alle Trikots. Und vor allem schön unser gebrandetes OFC-Logo an der Seite. Damit ist es einzigartig und kann halt auch von niemand kopiert werden. Dann haben wir das geballte Kompetenzteam hier aus dem Präsidium schon da. Die Vizepräsidentin Barbara Klein, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Und Michael Relitsch. Guten Morgen. Ja, bei herrlichem Sonnenschein kann das Kickers-Trikot präsentiert werden. Vielleicht ein gutes Omen. Das finde ich auch, zumal die Farben auch sehr freundlich sind. Also sehr frühlingshaft oder sehr sommerfarbig, gerade das Auswärtstrikot. Ich glaube gerade Lindgrün, weil ich mir sage, grün ist die Hoffnung. Und ich glaube, das Trikot wird es auch bringen. Das hoffe ich wenigstens. Also die Hoffnung spielt hier mit eine Rolle. Aber es wird nicht
nicht nur gehofft, es wird auch richtig gearbeitet. Ihr seid alle sehr fleißig engagiert. Wir haben es gehört, jetzt sind Spieler gekommen, aber auch die Vertriebsmaschine läuft so richtig an. Ja, das Problem Vermarktung, wir sind gerade komplett dran, alles aufzuarbeiten, natürlich viele Termine jetzt die nächsten Tage. Wir haben jetzt in den letzten zwei Tagen schon sehr viele VIP-Pakete verkauft, muss man sagen. Die Leute sind doch sehr offen, wenn man sie aufklärt und abholt. Das merkt man gerade. Ich bin sehr zuversichtlich und freue mich einfach, dass wir jetzt wirklich damit beginnen können. Und vor allem freue ich mich auf den Trainingsauftakt. Okay, und noch vielleicht ein abschließendes Wort zum Trikot selbst. Die Barbara hat gesagt, ja, also das Gift Gelb-Grüne gefällt ihr. Ist das auch so dein Geschmack? Ich denke mal schon. Gerade der Stefan hat es ja gesagt, die Jugend wird mit Sicherheit darauf abfahren, denke ich auch. Das erste, was ich gemacht habe, 4 Trikots gekauft heute Morgen und ich finde es cool. Ich werde es auch anziehen, auf jeden Fall. Ich würde ja auch eins kaufen, aber in meiner Größe haben sie wahrscheinlich keins. Kommt noch, kriegst du Sonderanfertigung. Also ich danke euch und wünsche euch vieles Gutes gelingen. Ne? Recht herzlichen Dank auch. Danke ebenso. Dankeschön, gleichfalls. So ein kurzes Stimmungsbild, bist du wieder hoffnungsfroh? Kann da wieder was passieren jetzt? Ja klar, der UFC wird niemals untergehen, das ist klipp und klar. Wir beide setzen alles auf Rot-Weiß. Alles Rot-Weiß, ja. So, da habe ich jemand, die agiert eigentlich immer nur hinter den Kulissen. Die sieht man nicht, die hört man nicht, aber ganz vieles von dem sieht und hört man am Ende dann doch, weil du bist nämlich mit Bestandteil unseres Medienteams. Das stimmt. Und hilfst mir bei den Pressemeldungen und alles, was so ja, rund um die sozialen Medien geht. Also da bist du schwer aktiv. Dafür erstmal herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Und jetzt hast du gerade die Wurst gebissen, jetzt komme ich, ja, komm ich schon wieder. So ist es bei Kickers offenbar. Ja, aber, Kairo, du, Kairo. Ja, also bevor du gleich nochmal reinbeißt, will ich dich noch schnell befragen zum Trikot. Welches gefällt dir besser? Das Heimtrikot ist super, mega, oberschön. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Na, also das ist doch, ja, okay. Die Hosen sind toll, Stutzen schön, sieht alles zusammen sicherlich ganz toll aus. Riecht nach einer doch erfolgreichen Saison, wenn du mich fragst, wenn man so ein Trikot trägt. Also du bist schon ein bisschen wieder aus der Depression raus, guckst schon wieder nach vorne. Absolut, Lars. Depression bringt uns doch nicht weiter. So ist es. Herrlicher Sonnenschein auf deinem Gesicht. Genau. So lässt sich's an. Ist so, prima. Genau so. Und alles auf Rot-Weiß, gell? Alles auf Rot-Weiß. Jawohl. Also hier schrubbt so einigermaßen, ne? Ja, es läuft ganz gut an. Dankeschön. Also siehst du, zufriedene Kunden. Ich glaube, den Leuten gefällt das Trikot. Ja, wir haben auch schon die ersten Statements über Facebook bekommen. Also sie kommen sehr gut an. Also ich glaube, du musst weitermachen. Hier ist eine Riesenschlange. Ich habe gesehen, der Papa war brav diesmal, ne? Ja. Er hat es also eingelöst. Da hast du ein schickes Trikot. Ja. Und er sitzt wie angegossen? Ja. Es hat funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Das freut mich.